Ja, bei mir geht es um die Umstellungszeit, beziehungsweise ich bin jetzt in der Umstellungszeit auf Direktsaat und genau, da hatte Stefan gefragt, ob ich da ein bisschen was drüber erzählen kann. Also ich werde jetzt das meiste wahrscheinlich in den Bildern, also ich habe eine doch sehr bilderlastige Präsentation fertig gemacht und genau, da werde ich jetzt einfach mal bei durchstarten und erzählen, was ich so hier auf dem Betrieb mache und gemacht habe. So ist ein kleines Inhaltsverzeichnis. Ich werde mich vorstellen, dann mal meine Fruchtfolge präsentieren, generell was zur Direktsaat sagen, dann was zum Betrieb, hauptsächlich sehr bilderlastig und dann habe ich noch speziell für mich die Saatgutaufbereitung entdeckt und ja, meine Ziele, die ich jetzt in den nächsten Jahren anstrebe und dann nochmal ein Schlusswort. Genau, kurz zur Vorstellung, also das oben rechts, das ist unser Betrieb, schön im Winter. Ich selbst bin 33, staatlich geprüfter Agrarbetriebswirt, bin seit 2015 Betriebsleiter auf dem Betrieb, weil mein Vater wegen Schlaganfall komplett ausgefallen ist und meine Mutter mit der Pflege beschäftigt ist. Und genau, wir haben 300 Sauen aktuell noch mit Ferkelaufzucht und 70 Hektar in der Umstellung auf Direktsaat. Ja, mit dem Erkranken meines Vaters ist dann auch ja, der Einstieg in die fluglose Bewirtschaftung gekommen, erst aus zeitlichen Gründen, weil einfach die Zeit mir alleine fehlte. Zu dem Zeitpunkt hatten wir noch 450 Sauen auf zwei Standorten. Da war es einfach nur arbeitswirtschaftlich das Einfachste zu grubbern, eine Zwischenfrucht reinzusäen und ja, das Ganze fluglos zu bestellen. Ja, nachdem ich mich dann ein paar Jahre mit der fluglosen Geschichte befasst habe und 2018 dann auch auf den GKB aufmerksam geworden bin, habe ich meine Fruchtfolge umgestellt und habe auch mit Untersaaten angefangen. 2019 habe ich dann die ersten Flächen in Direktsaat probiert und ja, letztes Jahr ist es dann so weit geworden, dass ja, ich mir meinen Traum in Eisen erfüllt habe und mir eine Maschine gekauft habe und jetzt auch im Herbst, letzten Herbst alles auf die Direktsaat umgestellt habe. Ja, weiterhin noch eine eigene Saatgutaufbereitung, ein kleines System, also ist jetzt nichts Welt. Wegen des, sondern ist einfach nur ein kleines putziges System. Macht mir aber eine extreme Freude und da werde ich gleich auch was zu sagen. Ja, zu den Flächen, also wir sind sandige und anmoorige Böden. Also ich komme aus dem Kreis Minden-Lübbecke, das ist so der oberste Zipfel von Nordrhein-Westfalen. Der Burkhard, der weiß, wo das ist. Von daher, genau, so viel dazu. Was habe ich bisher gemacht? Also wie gesagt, wir sind mit der Mulchsaat angefangen. Ich habe Direktsaat mit der vorhandenen Technik damals probiert. Da habe ich auch noch Bilder zu. Ich habe es mit der Flächenrotte probiert. Das heißt, mit dem Fräsen, also grüne Zwischenfrüchte fräsen. Dann habe ich selbst angefangen, mir meine Zwischenfrüchte zusammenzustellen. Habe auch verschiedene Variationen und Versuche gemacht. Die Fruchtfolge so entwickelt, dass ich ja einen relativ einfachen Umstieg auf die Direktsaat habe. Die Untersaaten, die leider 2018 und 2019 aufgrund von extremer Trockenheit hier vertrocknet sind. Den Bodenkurs habe ich gemacht, nicht bei den von Benz und Neser, sondern bei Frau Dr. Dreimann. Die kommt aus Kiel. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Kurs. Genau, weiterhin machen wir die Gülleaufbereitung mit Cola, mit Kohle, nicht mit Cola. Und ja, das Ziel ist eigentlich, und da sind wir relativ erfolgreich bei, dass wir möglichst wenig Antibiotika in den Tieren einsetzen. Ja, weil das meiste tatsächlich wirklich auch auf die Flächen gefahren wird. Und es ist ein Antibiotikum, das ist gegen die Biologie, das brauchen wir auf der Fläche noch weniger. Deswegen ist der Anreiz, bei den Tieren anzufangen, antibiotikafrei zu arbeiten, auf jeden Fall, ja, man sollte schon drüber nachdenken und man sollte gucken, wo man wirklich dran sparen kann.
Genau, und ja, die Fütterung, so wie Stefan das eben schon sagte, wir setzen auf eigenes Getreide und eigenes Eiweiß. Das sieht man an der Fruchtfolge auch so weit, wie es geht. Also bei den Sauen kann ich es fast komplett alleine verwerten. Bei der Ferkelaufzucht muss ich Zuckerfutter nehmen. Aber auch da werten wir mit effektiven Mikroorganismen auf, die wir ans Futter mit rangeben, mit Zeosan und Bentonit. Also das ist Zeosan, das ist Gesteinsmehl, und Bentonit, das sind Tonkolloide. Genau. Ja, so sieht unsere Fruchtfolge aus. Also man hat da, also ich habe da schon ein bisschen Gehirnschmalz reingesetzt. Ich fange mal einfach an. Also wir setzen Erbsenacker. Aktuell haben wir Ackerbohnen drin. Ist vom Drosch ein bisschen her schöner und war jetzt im letzten Jahr mit 5,5 Tonnen knapp ertraglich auch gar nicht so ganz schlecht. Ich habe letztes Jahr dann das erste Mal probiert, eine Druschsaat zu machen. Wir haben, also ich habe speziell in die Bohnen Phacelia mit eingesät, und die war passend zur Bohnenabreife auch reif. Die konnte ich dann einfach mit durch den Drescher durchpusten und über den Häcksler, über den Spreuverteiler wieder verteilen. Hatte dann auch eine gute Verteilung. War nicht so optimal. Man müsste es vielleicht nach der Ernte, nach dem Drosch einmal anwalzen. Wir haben es dann später mit dem Mulcher einmal gemacht, weil da relativ viel Nachtschatten und Melde wieder hochkam. Genau, dann kommt die Wintergerste, dann kommt eine winterharte Zwischenfrucht. Wie gesagt, ist also Multicropping, aktuell 38 Komponenten in der Winterzwischenfrucht, auch Eigenmischung. Dann kommt Mais, Weizen oder Tritikale oder auch tauschbar mit Roggen oder Tritikale, je nachdem, wie die Standorte sind. Also wir haben auf dem 18er Boden, traue ich mich noch nicht, einen Weizen anzubauen. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Genau, dann je nachdem, was dann folgt, entweder Silomais oder Raps, kommt eine Winterzwischenfrucht oder vielleicht auch eine Begleitkultur. Für 2021, also jetzt diesen Sommer, habe ich geplant, dass ich direkt nach dem Weizen die Zwischenfrucht oder die Begleitkultur für Raps sähe und wenn alles gut geht, mit dem Stripgerät den Raps dann in die Begleitkultur reinstrippe. Genau, dann kommt wieder eine Sommerzwischenfrucht nach Raps, Untersaat oder direkt. Soll heißen, da die Wintergerste nach Silomais ja relativ ja, übergangslos ist, mache ich da keine Untersaaten. Wir säen direkt hinter dem Maishäcksler quasi her. Die Erträge sind sehr gut mittlerweile, weil das scheint irgendwie von der Bodenbiologie, von dem Zuckerhaushalt zu passen, dass die Erträge der Wintergerste nach Silomais sehr gut sind. Und genau, dann kommt wieder eine Sommerzwischenfrucht. Da habe ich, glaube ich, auch gleich Bilder zu. Ja, genau. Und dann kommt entweder ja Weizen oder Roggen und dann mit Untersaat aus Gras. Also das lässt mich nicht los, dieses Thema Untersaat. Folgt wieder die Leguminose. Genau, so sieht das Ganze aus. Und ja, so sieht das dann aus, wenn wir sehen, wir haben vorne eine Quetschwalze, dann den Schlepper und die Maschine. Aber das werde ich gleich auch noch ein bisschen näher erklären. Ja, zum generellen Thema. Warum habe ich mich für Direktsaat entschieden und warum nicht für irgendwelche anderen Systeme? Wenn man überlegt, wie sich die Natur verhält, dann ist die Direktsaat eigentlich das System, was am naturnächsten ist. Also es wird in der Natur, wird nicht bearbeitet, das macht einfach keine Pflanze, kein Ökosystem. Da fällt der Samen, fällt hin, wird von der Blattmasse überdeckt von der absterbenden Pflanze und wächst in dem System wieder durch. Und das war für mich der Anreiz, einfach zu sagen, was neben der arbeitswirtschaftlichen Geschichte einfach auch, ja, wie gesagt, das naturnächste System ist. Klar, die Bodenbearbeitung muss man sich anderweitig überlegen. Das machen wir mit den Wurzeln, mit den Bodenlebewesen, mit den Pilzen, anstatt dass wir Eisen und Diesel dafür brauchen. Da kann man, also es gibt unzählige tolle Zwischenfrüchte, wo man tiefe Bodenschichten mit erleben, mit erschließen kann.
Und je diverser wir das Pass zusammenpacken, desto besser ist es fürs Bodenleben. Und auch so kriegen wir eine sehr krummtiefe Lockerung hin. Also wir haben vor der Mulchsaatumstellung haben wir mal irgendwo so auf 25 Zentimeter gepflügt. Mit der Mulchsaateinführung und mit der ja, mit dem Einsatz von Zwischenfrüchten und auch Sommerzwischenfrüchten haben wir jetzt mittlerweile zu diesem Jahr, also ja, letztes Jahr habe ich es beprobt, sind wir jetzt bei 35 Zentimeter ja, schwarzen und ohne Stauschicht entstandenen Boden. Und ich denke, 10 Zentimeter in 5 Jahren, also das ist gut. Ich glaube, ja, tiefer, je tiefer wir kommen, desto schwieriger wird das. Aber es geht und eine Wurzel im Boden ist einfach die beste Bodenbearbeitung. Das ist einfach so. Genau, natürlich ist es Erosion, Wind, Wasser schleichend. Gerade bei uns ist es die Winderosion. Also wir haben, wie gesagt, den leichten Sand hier. Wir haben zwar Hecken und Haine hier, aber ja, also jede Bodenbearbeitung ist hier mit Staub verbunden und das trägt so viel Mineralien und so viel wichtige Bestandteile vom Boden weg, dass das ist einfach, das geht nicht. Da muss man sich auch was überlegen. Genau, und so wie Stefan das gestern in seinem Vortrag auch schon sagte, die maximale Photosynthese, die wir brauchen, das heißt theoretisch, wenn alles gut gehen würde, 365 Tage grün. Das hat dann auch die Kohlenstoffeinbindung über den Liquid Carbon Pathway. Da gibt es einen schönen Vortrag von der Christine Jones. Und so haben wir natürlich auch ständige Wurzelextrudate, die wir in den Boden reindrücken. Und natürlich, was dann natürlich dazu kommt, ist die Bodenruhe, die wir da haben, fördert die komplette Regenwurmpopulation, nicht nur die, sondern auch die kompletten Bodenlebewesen. Und wenn man sich das mal auf den Menschen überträgt, also ganz krass gesehen, wenn wir pflügen, wenn wir bearbeiten, donnern wir jedes Mal wieder mit einem Bulldozer durch unser Haus durch und machen es kaputt. Und in so einer Ruine, da will auch irgendwie nach ein paar Jahren keiner mehr richtig drin wohnen. Deswegen ist eigentlich die Bodenruhe besser. Und es gibt weniger Unkrautdruck. Da gibt es auch schon, ja, in Dänemark gibt es da von einem Menschen eine Untersuchung für den Ackerfuchsschwanz. Und der Ackerfuchsschwanz wird zum Beispiel in der Direktsaat nach ein paar Jahren deutlich weniger, weil einfach dieser Anreiz durch die Bodenbearbeitung fehlt. Und weil gerade in der Rhizosphäre, in den obersten 1, 2 Zentimetern, wo absolut das reine Leben boomt, da haben wir natürlich auch Bodenlebewesen und Pilze, die sich entsprechend um das ja, ausfallende Saatgut kümmern und das auch gerne für sich als Nahrungsquelle nutzen. Genau, das Ziel ist natürlich, dass wir einen vernünftigen Boden-pH-Wert, also hier ist es jetzt so ein bisschen theoretisch, das werde ich jetzt, glaube ich, relativ zügig überspringen. Wen das mehr interessiert, der sollte sich das vielleicht in der Wiederholung nochmal richtig reinziehen. Wir brauchen halt ein ausgewogenes Bakterien-Pilz-Verhältnis. Das schafft auch das entsprechende Bodenleben, tierisch und pflanzlich. Und so kriegen wir dann auch die Krümelgefüge hin. Das fand ich gestern bei der Viviane wirklich imposant, wo man diese Krümelstruktur da auf den Weidetrails sehen konnte. Also das ist genau das ist das System, was wir auch versuchen irgendwie hinzukriegen. Ja. Dafür brauchen wir natürlich die Ton-Humus-Komplexe und am besten das Ganze nach Kinsäbelproben. Aber das ist noch wieder andere Themen. Da sind auch andere Leute noch pfiffiger als ich. Genau, dieses ist so ein schönes Bild. Also ich habe es für mich eigentlich entdeckt, dass der Regenwurm für mich der absolute Mitarbeiter des Monats, Tages und Jahr ist. Dieses Bild, das ganz rechte, das ist bei mir auf dem Acker entstanden. Das habe ich letztes Jahr im Frühjahr gemacht, also ja, Frühjahr 2020. Das sind 36 Regenwürmer in einem Spatenstich, den ich aus einer Direktsaatfläche geholt habe, nach einer wirklich diversen Sommerzwischenfrucht. Und man darf es nicht vermerken, oder man darf nicht
sagen, dass die Tiere nichts für uns tun. Denn wie man es auf diesem kleinen Schemata sieht, gerade die Tiefgräber, die die Wege nach unten bauen und ja, für die Drainage und für die Durchlüftung des Bodens sorgen, gerade die sorgen auch dafür, dass wir in diesen Röhren eine Losungstapete haben. Und Regenwurmlosung ist voll mit Nährstoffen. Da sitzt richtig PS drin, wenn man das auf eine Tonne hochrechnet. Und die Pflanze wächst mit den Wurzeln in diesen Gängen bis nach unten und nimmt die Nährstoffe von dieser Losungstapete auf, hat natürlich auch entsprechend wenig Widerstand, nach unten zu kommen und kann einfach super Wurzeln bilden. Natürlich sind die Flachgräber auch sehr wichtig, gerade um die Organik mittig einzubringen. Und genau, also wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Und ist nicht umsonst das Tier des Jahres 2011, musste dazu gesagt werden. Kurz noch was zum Ton-Humus-Komplex. Das sind die stabilen Krümel, die wir versuchen zu schaffen. Dafür brauchen wir dieses Calcium-Magnesium-Verhältnis. Und diese Ton-Humus-Komplexe sind schwer zu bauen, sind mechanisch auch entsprechend stabil. Nur wir müssen halt die Chance nutzen, durch Bodenruhe erstmal diese Krümel aufzubauen. Und kann später durch die Pilze erschlossen werden. Und also die sind so feingliedrig, dass eine Pflanzenwurzel nicht reingeht, aber die Pilzhyphen können reinwachsen und können mit der Symbiose mit den Pflanzen die mineralischen Substanzen, die Luft oder das Wasser in diesen kleinen Krümeln erschließen und für die Pflanze verfügbar machen. Genau, so viel dazu. Und wie gesagt, wir sind dabei, wir müssen die Erosion stoppen. Das ist also die Lufterosion, das sehe ich bei uns immer ganz extrem auf unseren leichten Böden. Die Wassererosion, die haben wir jetzt, weil wir relativ flach sind, nicht unbedingt, aber auch da gibt es ja immer wieder diese Bilder, wo die Flächen abgeschwemmt werden und das kann nicht Sinn und Zweck der ganzen Übung sein, dass wir da drauf rumarbeiten. Und natürlich die schleichende Erosion, die durch die ständige Bearbeitung dazu führt, dass wir ja, unseren Boden degradieren und permanent verschlechtern. Und das Ziel ist, entsprechend immer grün zu arbeiten. Also am besten 365 Tage eine Wurzel, eine Pflanze in dem Boden zu haben. Genau, und ja, die Vorteile dazu ist natürlich, dass wir mehr Bodenbiologie durch Bodenruhe haben. Wir haben weniger Arbeit, das ist einfach so. Also wir dreschen, fahren nach dem Drusch mit der Sämaschine drüber, säen die Zwischenfrucht und fahren dann später durch den grünen Bestand und säen da die Hauptkultur rein und alles ist gut. Also wir müssen da nicht dreimal eine Bodenbearbeitung machen, dann noch pflügen, dann wieder rückverfestigen, dann hier und da. Macht es natürlich auch einfacher. Wir haben weniger Eisen. Also wir haben jetzt mittlerweile, ja, ich habe einen Schlepper und ich habe die Direktsaatmaschine und das war's. Also mehr brauche ich nicht mehr. Entsprechend auch die geringeren laufenden Kosten. Und wie gesagt, wir sind bei der naturnahen Bewirtschaftung. Muss man sich immer im Klaren drüber sein. Wir brauchen weniger Pflanzenschutz. Das ist der Stephen Moss, das ist der Däne, der diese Acker-Spuckschwanz-Geschichte gemacht hat. Und wenn dieses ganze System läuft und wir das Bodenleben richtig in Gang haben, dann brauchen wir auch weniger Dünger. Ich reduziere jetzt schon, also wir haben das letzte Jahr die Gerste gut geerntet, also im Durchschnitt mit 110 N mineralisch und organisch und den Weizen mit 130 N organisch und mineralisch. Und ich denke, ich kann es jetzt dieses Jahr, ich will es noch weiter reduzieren, ob ich es mich traue, ich weiß es noch nicht. Also ich habe nicht so viel eingekauft, dass ich mehr düngen kann. Ist natürlich auch in Anbetracht der neuen Düngeverordnung und der roten Gebiete, die auf uns zukommt, durchaus auch sehr wichtig. Natürlich haben wir wie bei jedem System auch mal Nachteile und die sind schon auch nicht zu vernachlässigen. Gerade die Übergangszeit ist dann eine ganz schwierige Phase. Wir haben, also wir können Ertragsdefizite haben, gerade wenn wir von dem Pflug über gar nichts direkt auf die Direktsaat gehen. Also das kann ziemlich kneifen.
Bei uns auf dem Betrieb haben wir es so gemacht, wir haben über Jahre, also wir sind bis 2017 haben wir tiefe Mulchsaat gemacht. Ab 2018 bin ich angefangen, habe flachere Mulchsaat gemacht. 2019, die letzten Fläche, haben wir nur noch mit der Kurzscheibenegge bearbeitet und haben dann da reingesät, weil es, ja, damit man den Boden einfach dran gewöhnt, weil das, was oben drauf ist, das lebt oben drauf. Alles, was unten drin lebt, lebt unten drin. Das muss man nicht durcheinander wühlen. Genau, warum kann das zu Ertragsdefiziten kommen? Also wir haben die Bodenbiologie noch nicht in Gang. Das macht vieles aus, weil die Mineralisation einfach fehlt durch die Bodenbearbeitung. Und das CN-Verhältnis geht hoch. Also dadurch, dass wir die Organik obendrauf haben, nicht mehr so schön einmischen, dafür keine Mineralisierung haben, die ganze Umsetzung zu Humus, zu Dauerhumus, ist träger und verschlingt auch entsprechende Mengen Stickstoff. Ja, genau. Schwierig an der ganzen Sache ist, da komme ich aber gleich nochmal spezieller zu, es ist die Zwischenfrüchte zu bekämpfen. Man kann es mechanisch machen, das funktioniert. Ich habe das auch schon probiert. Aber der sicherste Weg ist das Glyphosat und oder die Herbizide hat aber den Nachteil, dass wir den Chikimisäureweg angreifen. Aber auch da werde ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Und ja, last but not least ist die teure Technik. Also so eine Direktsaatmaschine, das ist eine ganz andere Hausnummer als so eine Standard ja, 0815 Maschine. Auch der Gebrauchtmarkt ist da sehr, Entschuldigung, auch der Gebrauchtmarkt ist da sehr, ja, bemessen, würde ich es mal ganz leicht sagen. Genau, also der Chikimisäureweg, das ist ein biochemischer Stoffwechselprozess, der im Boden stattfindet. Ja, da wird die Biosynthese betrieben, gerade für Tryptophan, Triosin. Das sind für die Tierernährung essentielle Aminosäuren. Und das Glyphosat unterbricht diesen Weg. Und ist natürlich gerade für die Tierernährung und auch für die menschliche Ernährung dann ein Problem. Ist nicht so schlimm, weil wir es ja nur noch auf den Zwischenfrüchten anwenden. Ja, kann man auch darüber streiten, über dieses Thema Glyphosat. Das ist auch wieder ein eigenes Streitthema für sich selber. Jetzt ist aber die Frage, sind wir verloren, weil wir Glyphosat einsetzen? Da sage ich ganz klipp und klar nein. Wir können mit Huminsäuren die Glyphosatmenge noch weiter reduzieren, als wir es sowieso schon können mit SSA und mit Zitronensäure, mit Ansäuerung, sodass wir wirklich extrem geringe Mengen in der Zwischenfrucht fahren können. Und dieser Huminsäurekomplex, den wir da einbringen, wirkt sich auch positiv und stabilisierend auf den Chikimisäureweg ein und genau, also es ist so ein zweischneidiges Schwert, diese ganze Glyphosat-Geschichte. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema, da brauchen wir jetzt heute nicht drüber reden. Alternativen, wie gesagt, so sieht es bei uns aus. Versuchsweise mit einem Roller-Crimper. Das heißt, wir quetschen die Zwischenfrucht und versuchen somit, die Zwischenfrucht abzutöten. So sieht das Ganze dann in der Praxis aus. Also ich habe es ja versucht zu markieren. Ich hoffe, man kann es erkennen. Der Stock, das Messer und der Hammerstiel zeigen die Stelle an der Sonnenblume, wo wir mit der mechanischen Bearbeitung die Pflanze nur gequetscht haben. Nicht geschnitten, denn geschnitten treibt sie wieder aus. Gelegt und gequetscht stirbt sie ab. Und rechts auf dem Bild sieht man dann, wie die, ja, meisten Komponenten tatsächlich abgestorben sind. Das war jetzt aus Zeitgründen eine Warm Season, ein bisschen mit Sonnenblumen ergänzt. Eine schöne Mischung würde ich aber für die Direktsaat in dieser Versuchsfunktion nicht mehr nehmen, weil wir haben da diesen schönen abessinischen Kohl drin. Sieht optisch wirklich toll aus, aber also man kann es auf dem Bild, glaube ich, erkennen. Er liegt, er wurde platt gemacht, aber er geht nicht kaputt und er wächst einfach wieder
um 90 Grad weiter und ja, geht fröhlich seinen Weg. Wir sind jetzt nicht gerade in der Region, wo wir hier von Frost und von ja, kalten Temperaturen gesegnet sind. Also wir haben heute minus 1,5 Grad, wo es bei anderen, glaube ich, schon wieder viel Schnee gab. Ja, also das ist, ja, es ist schwierig, das Ganze ohne Glyphosat zu machen. Also ich bin bemüht, das hinzukriegen. Ich experimentiere da auch entsprechend viel. Unter optimalen Bedingungen ist das möglich, aber es ist nicht immer möglich, so zu fahren. Genau. Jetzt folgt das Tolle, jetzt sind wir bei den Bildern vom Betrieb und genau, da fange ich jetzt einfach mal mit an. Bei dem Mais sieht man zum Beispiel den Unterschied, wir haben links die ganz normale konventionelle Maisbestellung, so wie wir sie immer gemacht haben, Mulchsaat, Gülle, dann nochmal grob an Mais reinlegen, walzen. In der Mitte haben wir die Flächenrotte gemacht und die rechte Maispflanze ist in Direktsaat gemacht. Und man sieht, also die Farbe am Boden ändert sich und auch die Pflanze ist länger grün. Also wir haben mehr Wasser gespart. Das war 2019 und auch ein sehr trockenes Jahr, wo wir ja, mit dem Wasser Bedarf zu kämpfen hatten und aber man sieht Veränderungen im Boden, dass es einfach feuchter und auch länger feucht im Boden bleibt. In der Mitte, das waren so die ersten Getreideexperimente, das war von der Gerste, wo ich die Regenwürmer gefunden habe, angebaut nach Erbsen mit diverser Sommerzwischenfrucht und da haben wir dann mit einer Vorführmaschine reingedrillt und man sieht unten, wie sich diese Pflanzen entwickeln können, auch in der Direktsaat. Ohne Bodenbearbeitung haben wir eine lange, tiefgehende Wurzel, weil es wahrscheinlich gerade irgendwie in einem Regenwurmgang runtergegangen ist. Und ja, ich habe jetzt meine Liste mit den Leuten hier vor, aber ich glaube, also auf der rechten Seite ist da eine Erbse, eine Wintererbse, auch die in Direktsaat gemacht. Und auch da haben wir eine sehr schöne und lange Wurzel, die darauf hindeutet, dass wir keine Schadverdichtung haben und auch mit der Überfahrt, mit dem schweren Schlepper und mit der Maschine keine Verdichtung gemacht haben. Und ja, so sieht das Ganze denn aus, wenn ein Männertraum in Erfüllung geht. Also es ist kein Werkzeugkasten, der da angekommen ist, sondern mein Spielzeug. Ist ein englischer Hersteller, gibt es jetzt, also das ist die erste Maschine hier in Deutschland, die wir da, die ich bei mir auf dem Betrieb stehen habe. Und ja, ich habe lange darüber nachgedacht, mir diese Maschine zu kaufen. Und ja, also ich muss noch wahrscheinlich so 32, 35 Jahre machen. Und ich hoffe, dass es jetzt meine letzte Direktsaatmaschine oder meine letzte Maschine für die Aussaat ist, die ich mir gekauft habe. Verarbeitung ist gut und das passt alles. Das Besondere an dieser Maschine ist, jede Maschine hat irgendwo Vor- und Nachteile. Da kann man drüber streiten, wie man möchte. Ich habe hier einen schräg gestellten Schar, also eine Scheibe. Die hebt den Boden in Richtung der Gummirolle. Wenn man jetzt das linke Bild sieht, also Richtung Gummirolle. Die Gummirolle hält den Boden. Das Saatgut wird abgelegt und der Boden fällt zurück und wird auf dem, wie auf dem rechten Bild, mit der entgegenstehenden Rolle wieder angedrückt. Und da gibt es diese sogenannte Sidewall Compaction, das heißt Seitenwandverdichtung, die wir durch einen, ja, durch einen V-förmigen Schar haben und auch durch andere Scharsysteme haben. Und diese Unterschnittscheibe hebt den Boden nach oben und hebt ihn quasi aus dem Boden raus, beziehungsweise schneidet den Boden, legt ihn leicht hoch, dass der Saatschuh da durchgehen kann und das Saatgut ablegen kann und ja, wieder angedrückt wird. Also wir haben minimalste Bodenbewegung und haben aber trotzdem sehr sichere Aufgänge damit. Das ist ein wirklich schönes System. Genau. Und so sieht das Ganze dann aus. Dieses war dann der erste Versuch, den wir damit gefahren haben. Das ist ein Lundsgaarder Gemenge, also Gras, Ackerbohnen, Wicke,
Erbse und Klee, die wir in Roggenstoppel-Hochschnitt reingedrillt haben. Und ja, auf der rechten Seite sieht man es dann ein bisschen später. Also das funktioniert sehr gut und das macht optisch natürlich richtig was her. Und man sieht, dass die Maschine ja Direktsaat wirklich beherrscht, weil einfach die Bodenbearbeitung eigentlich minimal ist. Also das ist wirklich sehr gering. Ja, so viel dazu. Und das sind so Sachen, wo dann das Herz jedes Ackerbauerns aufgeht. Links, da sind wir bei den stabilen Krümeln, die wir haben wollen, aufgenommen im Sorghum, den ich mal spaßeshalber angebaut habe. Und also das ist so ein Bodenkrümelgefüge, ist natürlich das oberste Ziel, was wir haben wollen. Und ja, das rechte Bild, das zeigt eine Wintergerste nach Ackerbohnen. Diesen Herbst war letzten Herbst gesät. Und da sieht man das, was auch die Vivian gestern schon erzählte. Die Pilze, die auf dem Boden wachsen, die Fruchtkörper sind auch für mich der Indikator, dass wir auf dem richtigen Weg sind, den Boden in den Zustand zu bringen, wie er sein sollte, ein ausgeglichenes Bakterien-Pilz-Verhältnis. Genau, also das, was da so zwischen hoch kommt, das ist noch wieder ein bisschen Phacelia. Das ist auch alles gar nicht so schlimm. Ja, genau. Weiter geht's hier. Bilder vom Raps. Auf der linken Seite habe ich einen Winterraps in eine Untersaat aus Weißklee gesät mit der Maschine. Auch das hat sehr gut funktioniert. Den Weißklee haben wir einmal mit Glyphosat gestoppt, also nicht getötet, sondern mit einer minimalen Glyphosatmenge wirklich nur im Wachstum gestoppt, dass der Raps konkurrenzfähig wurde und dort überwachsen konnte. Der Plan war eigentlich, dass ich Schafe kriegen wollte, die das ganze System einmal abweiden und also wirklich auch scharf mit Schafen abweide und dann den Raps da reinsehe, aber das hat alles zeitlich nicht geklappt, weil der Schäfer auch nicht für 2,5 Hektar vorbeikommen wollte. Und ja, rechts die Seite, da habe ich den Raps mit Begleitkultur, da habe ich verschiedene Kleesorten drin, Rammtillkraut, der da auch rausguckt, Wicke in Begleitkultur, also Raps mit Begleitkultur. Da haben wir den Raps auf doppelter Scharbreite 40 cm gesät und dazwischen die Zwischenkomponenten, also den Rammtill und die weiteren Komponenten. Genau, und das sieht auch super aus. Da ist mir aufgefallen mit der Begleitkultur, der Insektenfraß an den Rapspflanzen ist deutlich geringer als zum Beispiel auf der Weißkleefläche. Und auch das Aasen oder das Äsen der Wildtiere, also auch die gehen speziell auf die Begleitkultur und gehen nicht auf die Rapskultur. Also das ist ganz interessant festzustellen. Für dieses Jahr, für den Rapsanbau, sind noch mehr Komponenten geplant. Also ich will das mal gucken, was man da noch alles reinschmeißen kann. Ackerbohnen zum Beispiel sind da sehr interessant noch. Ja, und so sieht das Ganze aus, wenn wir mit der Maschine unterwegs sind. Dieses ist jetzt eine Weizenaussaat in die Warm Season. Also man sieht, der Bestand war, ja, also die Reifen sind relativ groß. Ich glaube, wir hatten 1,50 Meter Grünbestand. Den habe ich vorne weggewalzt. Der ist auch komplett glyphosatfrei. Wie gesagt, ich kann es mir nicht leben lassen, das auch mal ohne testen zu wollen. Ich bin auf jeden Fall bemüht und da haben wir den Weizen so in diesen Bestand reingesät. Und ja, so sieht das Ganze dann aus. Wir haben auch wieder null Bodenbewegung. Die Walze quetscht es vorne um, legt es in Fahrtrichtung und der schräg gestellte Schar, der schneidet unter dieser Schicht entlang.
legt das Saatgut ab und drückt es wieder an. Und wir haben ein super, also das Ergebnis war phänomenal. Das hat man ja eben auf dem Bild mit dem abessinischen Kohl gesehen. Also das sieht phänomenal aus, dieses Ergebnis. Und da kommen auch aktuell mal sehr viele Leute vorbei und gucken sich das an. Genau, also es ist sehr spannend auf jeden Fall, auch für mich und für meine Erfahrung. Ja, Mais, das ist so eine Geschichte. Hier haben wir, das ist ein Bild auch aus 2020. Hier haben wir jetzt probiert mit Güllestrip-Till. Das war eine sehr rübsenlastige Zwischenfrucht, beziehungsweise die Rübsen sind ja, sehr dominant geworden. Und hier haben wir dann einfach mal probiert mit dem Strip-Gerät den Mais, also die Gülle, in diesen grünen Bestand einzubringen. Und sind dann später mit dem Maisleger drüber gefahren und haben dann mit der Quetschwalze diesen Bestand gequetscht. Da habe ich jetzt leider keine Bilder mehr zu gefunden auf dem Handy. Ist ein bisschen doof. Das wäre jetzt interessant gewesen, aber das Ergebnis war auch gut. Auch das konnten wir Glyphosat freimachen. Wir mussten einmal mit einem Herbizid hinterherfahren, weil doch ja, einiges durch die nicht so optimale Jugendentwicklung vom Mais, weil es relativ kalt war, hochgekommen ist. Aber das sind so Sachen, auch das funktioniert sehr gut. Man muss natürlich dem Fahrer auf dem Strip-Till-Gerät ja doch schon gut zureden, dass er durch solch einen Bestand durchfährt. Das sind die, also gerade hier bei uns in der Gegend sind sie es nicht gewohnt, solche Sachen zu machen. Also das ist. Hier ist man mit Mulchsaat schon so ein bisschen der Outsider und mit Direktsaat und mit solchen wilden Geschichten ist man dann ja der Dorfidiot oder der Dorfirre, sagen wir es mal so. Genau. Eine weitere Sache, die ich letztes Jahr probiert habe, ist mir durch Zufall in den Kopf gekommen. Also ich hatte Ackerbohnen außer Reinigung. Die hatte ich einfach auf so einen Haufen geschmissen und dann ist das aufgewachsen, dann ist der erste Frost gekommen und diese Ackerbohnen sind umgekippt und sind so schön schwarz geworden. Und dann habe ich die Idee gehabt, diese Chance oder dieses System könnte man nutzen für eine Mais-Direktsaat, damit wir die Jugendentwicklung ein bisschen besser hinkriegen. Und gesagt, getan, wir haben, weil der Herbst sehr nass war, konnten wir es nur mit dem Düngerstreuer ausstreuen, die Erbsen, die Bohnen, und haben das dann flach eingegrubbert. Und ja, in der Mitte sieht man den Bestand. Also ja, man hätte es besser hinkriegen können mit einer vernünftigen Saat, dass die Verteilung gleichmäßiger gewesen wäre, aber es ging aufgrund der Witterung einfach nicht mehr. Die haben wir Ende Oktober gesät und also das war schon, ja, vom Fahren her relativ grenzwertig. Aber man sieht es unten, die Bohnen haben sich super entwickelt, haben eine phänomenale Pfahlwurzel gemacht mit super Bodenbehang, super Knöllchenbakterien dran. Und genau, dieses System haben wir dann genutzt, so geht es überhaupt besser, haben dann mit einem Mulchsaatleger hier den Mais etabliert. Da war leider aus der vorherigen Untersaat sehr viel Gras mit drin, sodass wir da auch einmal mit dem bösen Mittelchen nachhelfen mussten. Aber man sieht es, die Bohnen, gerade hier, wo die Fahrspuren sind, sind schwarz geworden. Aber der Effekt, den ich erhofft habe zu erreichen, konnte ich jetzt nicht mitnehmen. Also die Jugendentwicklung war genauso schlecht wie die Fläche daneben, die wir ganz normal in Direktsaat gemacht haben, ohne Ackerbohnen, ganz normal in die Zwischenfrucht. Es war gleich. Also da konnte ich jetzt nicht den Durchbrecher bei feststellen. Ich werde es noch weiter verfolgen und weiter probieren, dieses System. Und genau, es lässt mich halt nicht los. Also irgendwas muss da. Ist es optimierungswürdig, aber gut, so fängt jeder mal an und ja. Genau, und Kurze Info, du hast noch so knapp 10 Minuten, ja? ach du Scheiße. Ja, okay, ich versuche mich zu beeilen.
Das ist ja, damit man mal sieht, wie trocken es hier war, das ist ein Weiher bei uns. Also links kann mein Hund schwimmen, rechts ist trocken. Und ja, also das war die letzten 2018, 2019 war es immer das gleiche Bild und dann sind die Bedingungen sind natürlich ja, ein bisschen schwieriger. Und hier noch ein schönes Bild, das fand ich sehr imposant. Die Bewirtschaftung macht den Unterschied. Links ein Maisbestand, ungefähr einen Kilometer Luftlinie von dem rechten Bestand. Links Biogasmais, Substrat, 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 Strip-Till, Substrat. Rechts bei mir im gleichen Jahr, zum gleichen Zeitpunkt fotografiert. Also es macht schon einen Unterschied, wie man die Flächen pflegt und bewirtschaftet. Ja, ich werde hier jetzt mal schnell drüber flitzen. Also wie gesagt, so sieht denn meine Mischung aus. Also so, ja, das war jetzt eine 2018er Mischung. Mittlerweile ist die Liste länger und es ist mehr drin und sowas sieht natürlich super aus. Und das sind so Sachen, dieses zum Beispiel Weidelgras, Zwischenfrucht, macht natürlich ein super Bodengefühl. An den Krümeln sieht man es und auch eine entsprechend schöne Schattengare. Also Gras ist auch eine super schöne Zwischenfrucht für den Boden. Also Gras ist generell für den Boden super. Links oben, das war eine Hochgeschwindigkeitszwischenfrucht. Die stand 6 Wochen, Buchweizen, Phacelia und weiß ich nicht, was da alles noch mit drin war. Und wir haben ja nach 6 Wochen 50 Zentimeter erreicht mit ordentlich Würmern drunter und auch schon einem relativ guten Bodengefüge. Hier sieht man den Sand, auf dem wir wirtschaften. Also es ist schon ja, ein bisschen was anderes. Generell die komplette Düngung, die wir machen, also Kalken, Gülle in die Zwischenfrüchte, solange es noch erlaubt ist, machen wir in die Kultur, in die Zwischenfrüchte, damit sie direkt verbaut werden kann und weil es auch vom Mikroklima her ein bisschen anders da unten drin ist, was die Ausgasung angeht. Genau, wie ich eingangs schon erwähnte, ich habe mit der vorhandenen Technik probiert. Das ist unsere alte Drille. Da habe ich einfach die habe ich auf einen Keilring gestellt, mit vollen Schardruck gefahren. Und rechts auf dem Bild sieht man es. Also wenn man es zufällig gerade schafft, dass man zwischen die Stroh reinkommt, dann kann sich da eine super Zwischenfrucht etablieren. Und ja, so kann es aussehen. Es geht auch mit einfacherer Technik und mit der vorhandenen Technik einfach mal probieren. Oder man kann es einfach flach bearbeiten. Und das ist beides die gleiche Fläche aus dem Trockenjahr von den Bildern, von dem Weiher. Und wir haben ganz flach gekreiselt, die Zwischenfrucht reingesät. Dies war jetzt eine günstige Zwischenfrucht, weil es ja, für mich war es ein Risiko, da so viel Geld reinzustecken aufgrund der Trockenheit. Aber alles besser als nichts machen und liegen lassen. So. Auch sowas geht. Da haben wir jetzt eine Zwischenfrucht nach Silomais gemacht, mit einem Köckerling-Grasmaster einfach reingestriegelt. War es auch extrem trocken. Und auch da sieht man, dass sich so ein bisschen was aufgrund der Trockenheit entwickelt. Aber gut, das war auch nur ein Experiment von mir. Aber auch so eine Technik kann man natürlich für eine Zwischenfrucht nutzen. Ja, noch kurz zur Saatgutaufbereitung, dann bin ich eigentlich auch schon mit den meisten durch. Also so sieht das ganze Ding bei mir aus. Ist ein Luftsystem, sortiert mir die entsprechend durch die Körner. Und so sieht das Ganze dann aus. Also links ist die gute Charge, rechts, das sind die kleinen, die Bruch und der Müll. Warum mache ich das? Ich will weg von der chemischen Beize. Es ist extrem schwierig, ja, eine Hauptkultur bzw. Getreide zu kriegen, was nicht gebeizt ist. Also das ist, wenn man es nicht gerade irgendwie aus dem Nachbau kriegt, dann ist das extrem schwer. Und ich will selbst ja, innerhalb der Kulturen mit mehreren Komponenten, also mit mehreren Sorten arbeiten. Ich habe jetzt aktuell eine Fläche Gerste mit 4 Gerstensorten gemischt und eine Weizen. Fläche, wo ich 4 Weizensorten miteinander gemischt habe. Und dadurch, dass ich ja mein eigenes Getreide selber sortiere, selber durchselektiere, schaffe ich es mir ja auch, mein standortspezifisches Saatgut zu erzeugen, was gerade hier in der Region Trockenheitstoleranz wahrscheinlich von der Zucht her ein bisschen besser ist.
Genau, hier sind noch so ein paar Links, die man sich gut reinziehen kann. Also fürs CN-Verhältnis, wenn man das mal berechnen möchte, ist ich mache bodengut.de super. Bei Zwischenfrüchtinspiration ist Green Cover Seed super. Das ist eine englische Seite. Und auf Cotswolds Seed gibt es den Species Guide. Das ist ein richtig tolles System. Sind viele Komponenten aufgebaut von der und entsprechend die Pflanze selbst und die Wurzeln und die Wurzeltiefen aufgeführt. Kann man super angucken. Direktsaat auf jeden Fall zu empfehlen ist Rolf Derbsch. Der sitzt in Südamerika und hat da ja, sehr viel Arbeit gemacht. Und ansonsten auf YouTube den Alex Klümper, den GKB oder auch auf meinem Kanal halte ich die Leute eigentlich auf dem Laufenden. Und ja, die unteren beiden Bücher, das ist so meine ersten Bücher, die ich mir reingezogen habe 2017 und ja, auf diesen ganzen Krams gekommen bin. So, noch kurz meine Ziele. Also ich werde weiter an den Zwischenfruchtmischungen arbeiten. Ich will mehr Untersaaten anbauen. Gemengeanbau werde ich auf jeden Fall dranbleiben und Intercropping finde ich super spannend. Die Chemie möchte ich verringern, weniger mineralischen Dünger einsetzen, die Kreisläufe zwischen Tier und Boden deutlich verbessern. Da ist enorm viel Potenzial. Die Verhältnisse nach Chiemsee will ich optimieren und ja, dann noch die Agroforstwirtschaft will ich auf vielleicht ein oder zwei Flächen umsetzen. Und ja, wir sind jetzt auch in der Umstrukturierung. Die Sauen kommen weg. Also wir gehen von der konventionellen Sauenhaltung komplett weg und werden auf Mast umbauen. Das hat mit den politischen Entscheidungen und mit auch eigenen persönlichen Entscheidungen zu tun. Genau, und dann im Offenstall mit dem Mast, da will ich dann auch entsprechend die Zwischenfrüchte silieren und für die Schweine als Vitaminbooster nutzen und mit dem Holz und dem Mist aus der Agroforstwirtschaft kompostieren und dann auch mit Kompost arbeiten. Und ja, die letzte ja, Idee, die mir vor einigen Tagen oder vor einigen Wochen noch gekommen ist, ist eine Weideschweinehaltung. Also wirklich so wie der Joel Salatin das macht, Grazing Pigs. Das ist so noch eine meiner großen Ideen, wo ich noch nicht weiß, wie ich das richtig umsetze. Genau, und Stefan hat es gestern ja auch schon gesagt, also die Core Principles of der Regenerative Agriculture, das sind diese wirklich die Minimierung der Bodenbearbeitung, die maximale Diversität, den Boden immer bedeckt halten, eine lebende Wurzel haben und die Integration von Vieh. Und damit haben wir dann eine bessere Biodiversität, einen verbesserten Boden und auch für Selbstgefühl ist es dann auch eine ja, schöne Sache und ja, es ist auch hoffentlich am Ende des Tages eine wirtschaftliche gute Sache. Und ja, mein Schlusswort dafür ist, wir müssen auf die Bodenbiologie schauen, denn nur so bekommen wir die politische Forderung, die gesellschaftliche Akzeptanz, die Ernährung der Bevölkerung und die Betriebswirtschaft unter einen Hut und ich sehe die Bodenbiologie als Schlüssel zur Nachhaltigkeit, Effizienz, gesunden Lebensmitteln, gesunden Tieren und einem ausgeglichenes Leben. Also das ist mittlerweile mein kleines Hobby geworden, sonntags mit dem Hund durch die Zwischenfrüchte, durch die Kulturen zu laufen und das bringt mich einfach runter und ist für den Seelenfrieden denn wirklich, ja. Was Schönes und das Schlusszitat, das nehme ich gerne von Gernot Bodner. Landwirtschaft 5.0 ist die Fähigkeit zur gezielten Bewirtschaftung der Bodenbiologie. Und das sollten wir alle erreichen, dass wir unsere Bodenbiologie wirklich gezielt bewirtschaften, denn so kriegen wir wunderschöne Sachen hin, die einfach nur toll sind. Genau, das war's. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ja, gebe jetzt an Stefan zurück.